Oh, wir werden gleich entdeckt. Oder auch nicht. Aber von wem und wo? Wir werden gleich schon wieder entdeckt. Und ich weiß immer noch nicht, von wem wo. Wo ist denn hier bitte jemand? Ich höre die ganze Zeit nur, dass ich gesehen werde. So ist das in dem Spiel paradoxerweise. Aber ich... Von wem? Da oben hat sich gerade wer bewegt. Ah, guck doch mal einer an. Ein Wurf ist im Dorf! Beschützt das Lager! Mist. Los, zur Sägemühle! Das wirst du büßen, ja! Ah! Ich muss nachladen kurz. Einen Moment bitte. Danke. Danke fürs Warten. So. Nein, kann man hier die Zäune so richtig schön kaputt schießen oder wie? Sind das Einschusslöcher von denen? Also das ist ja... Sowas fasziniert mich ja. Das sieht schon so aus, oder? Das könnte sie mit der Flinte gewesen sein. Au. Also nicht so nett von denen. Der ist erledigt. Aber irgendwo... Er hat einen Vorschlaghammer! Da vorn! Jetzt nicht mehr! Ich habe keine Munition mehr, dammit. Danke, dass sie mir das sagt, der nette NPC. Oh oh. Oh, in die Richtung kann man wohl gar nicht schwimmen. Schade. Aber die hat mich auf eine gute Idee gebracht. Auf die Jagd. Schnappt sie euch. Ja, aufpassen! Sieht sie jemand? Die hat sie gerade in der Luft erschossen. Meine Güte. Oh oh. Na gut, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das gern gehabt hätte. Gott, ich lass da drauf und dann geht's schon weiter. Sieh nach links! Sieh du doch nach links. Ich wollte eigentlich der Entdeckung hechten. Das hat nicht ganz funktioniert. Stattdessen hat sie sich einfach hingelegt. Na dann, nehmen wir mal die Schrotflinte und gehen in den Nahkampf. Möge der Strom ruhig sein. Möge sie... Möge... Ich meine... Das ist jetzt der letzte Gegner. Das Spiel will manchmal, dass man die quasi exekutiert. Ansonsten stehen die wieder auf. Vielleicht kann ich einfach einen Ziegelstein draufwerfen. Geh weg! Ich glaube, das ist die am wenigsten brutale Art. Das finde ich gut. Sie schläft ich glaub, nur. Wir haben's. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Nimm das Spiel. Will mich jetzt zwingen, irgendwelche Leute zu exekutieren. Das hat das Spiel jetzt davon. Ich mache deine Mechaniken nämlich kaputt. Mit meinem Blödsinn. Ha! Abbys Arm war erst der Anfang. Jetzt wird hier rumgeglitscht.
Nee, Quatsch. Das war ja gerade eine legitime Spielmechanik, dass man Ziegelsteine auf die wirft. Aber es sieht halt sehr harmlos aus. Verhältnismäßig im Vergleich zu dem, was hier sonst so passiert ist. Oh mein Gott. Dieses Spiel, ey. Ja, findet die Katze auch nicht lustig. Ja. Puh, wenn es hier drin bei mir nicht gerade ungefähr gefühlt 50 Grad hätte, wäre es mir lieber. Am Wochenende soll es bei uns ja wieder ein bisschen leichter werden, zumindest. Nein, Katze, keiner geht jetzt mehr raus. Das sind Mücken und alles. Mücken, Zelda. Mücken. Die schlimmsten aller Lebewesen. Ich meine, zum Glück in unseren Breitengraden so ziemlich wirklich. Ich meine, abgesehen vom Mensch, der ist schon noch der größte Arsch, das stimmt. Aber dann kommen schon Zecken und dann Mücken. Man ist in meinem Ranking der größten Arschtiere. Sie beschütze uns. Yara, wir müssen hier weg. Isaac, was tust du da? Dieser Kram muss kommen. Das ist ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Wo laufen sie denn? Okay, ich glaube, die können wir ignorieren, oder? Weil wir uns so gut im Gemüse versteckt haben. Wohin jetzt? Wir kürzen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Ich kletter mal kurz da hoch. Okay. Das ist cool, das ist das erste Mal, dass sie darauf eingehen, dass ich looten gehe. Sie sagt dann immer so, ja, ja, hol deine Vorräte, aber dann weiter jetzt. Finde ich cool. Halt, stopp, was machst du denn, Abby? Ach, die immer mit ihren Leitern hier. Wie bei Resident Evil 3. Da kleben die Charaktere auch immer so gerne an den Leitern. Benjamin, alles okay. Ach so, das ist so Protokoll einfach nur. Jagdgruppe ist ins Wolfgebiet aufgebrochen, sonst keine Vorkommnisse. Alles okay, sie beschütze uns und so weiter und so fort. Alles okay, Seraphitensymbol. Leichter Regen, trotzdem gute Sicht. Die Fischerboote sind früh zurückgekommen, sonst keine Vorkommnisse. Starker Regen, schlechte Sicht, durchgestrichen. Wolfs, mehrere Boote nähern sich der Ostküste. Ich löse Alarm aus. Sie schütze uns. Das ist wahrscheinlich die aktuellste von jetzt gerade. Würde ich mal ganz Sherlock Holmes-mäßig kombinieren hier. Ja, jetzt, wo du an die Leiter gehen sollst, willst du nicht mehr, oder wie? Typisch. Okay, kann weitergehen. Abraxe, dankeschön. Da kommt wieder ein Riesenbitklumpen und bombt das Glas leer. Das will ich kurz sehen. In Zeitlupe. Wusch. Das meiste ist wieder drin gelandet. Vielen Dank. Oh, wisst ihr was? Das haben wir heute noch gar nicht gemacht. So viel Zeit muss sein. Oder? Wenn ich's finde. Wo ist es denn? Mist. Die Liste unten an Symbolen und Sachen, die ich da drin habe, wird immer länger. Aber das meine ich. Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? The bits. Bitregen. Wunderschön. So, weiter geht's. Müssen wir da rein? Weil wenn wir da rein müssen, würde ich lieber da reingehen erstmal. Bin ich mir nicht sicher. Ah, das ist wieder so ein Gebetsschrein, den kennen wir schon, wo man anscheinend seine Wünsche irgendwie abgibt.
Aber diesmal können wir scheinbar nur einen einzigen Zettel lesen. Meine Prophetin, mögest du meine Worte hören. Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zusehen musste, wie ihr Mann Henry und eine Patrouille der Wolves abgeschlachtet wurde. Und seine Patrouille von Wolves abgeschlachtet wurde. Carter, bitte schalt jetzt die PS4 nicht aus. Wenn Katzen um mein ganzes Aufnahmezeug rumschleichen, werde ich immer ganz nervös. Jetzt wacht sie schreiend auf und zuckt beim kleinsten Geräusch zusammen. Klingt nach posttraumatischer Belastungsstörung. Wir ehren Henrys Märtyrertum, indem wir uns wie er um Moira kümmern. Aber es reicht nicht. Ich bitte dich, gib Moira die Kraft, ihren Geist wiederzufinden. Ja, da braucht ihr halt einen Psychologen und keine komische mystische Göttin, die nur irgendeine komische Frau war. Wäre so mein Tipp jetzt. Könnte ich ja mal an die Wand hängen, den Zettel. Wo einfach nur ganz groß steht, sucht euch einen fucking Psychologen. Und gebt dem diese Zettel. Der kann wenigstens wirklich was machen. Teilweise. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in den Augen und in ihren Augen unvollkommen. So steht es in den Lehren, so sagen es die Ältesten. Aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken 2 Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war, aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen. Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich rausgeschlichen und mich in der Gerberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgen ins Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, wie sie, dass sie Angst hatte. Aber haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemanden versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schneller wieder in den Wald verschwunden, schnell. In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin, und jeder Kummer war wie weggeblasen. Evas Trupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich war beim Gemeinschaftsessen in Haven, um mich zu beruhigen, aber es hat nichts gebracht. Es war ungewöhnlich ruhig, bis auf die übliche Predigt von Ältesten Duncan. Aber selbst die war heute irgendwie anders als sonst. Er hat gesagt, obwohl unsere Prophetin uns führt, um die Dämonen auszulöschen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es keine Garantie dafür, dass uns dies zu unseren Lebzeiten gelingt. Es ist ein ewiger Kampf. Heute habe ich viel nachzudenken. Das finde ich auch cool eigentlich. Das finde ich auch echt schön. Weil ich meine, die Seraphiten sind typische Videospielbösewichte. Die sind quasi so ein seltsamer, okkulter Orden, die irgendwie so komische, ne, die verehren irgend so eine falsche Gottheit und haben irgendwie grausame Rituale, schneiden sich die Wangen auf, sind intolerant, hängen Leute auf und sind total brutal. Typische Videospielbösewichte. Was für das Spiel ja eigentlich schon fast untypisch ist. Gerade wenn man die erste Hälfte mit Ellie sich anguckt. Aber dann versuchen sie trotzdem, die einzelnen Mitglieder dieses Kults zu vermenschlichen so ein bisschen. Und denen Hintergrundgeschichte und Nachvollziehbarkeit zu geben. Das finde ich ganz cool. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht mehr, was ich noch upgraden soll. Nachladegeschwindigkeit für den Bogen ist eine gute Idee. So.
Ich hätte noch so viel Flammenwerfer-Munition, aber ich habe in dem Spiel, ganz ehrlich, keinen Bock, Flammenwerfer gegen Menschen einzusetzen, solange ich noch andere Munition habe. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Ah, das meinen die. Ah, okay. Bin ich hier geschützt im Mais? Ist es wahr? Sind es so viele Wolves? Es sind mehrere Dutzend. Wie konnten wir das zulassen? Es ist jetzt egal. Halt dich nur bereit. Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, wir sind so nicht mal unsichtbar, oder? Die könnten uns, glaube ich, sehen. Gehen wir noch ein Stückchen vor ins hohe Gras. Ah, der ist mir zu langsam. Ich habe keine Geduld für Schleichspiele. Mir geht's auf die Nerven, wenn sich NPCs zu langsam bewegen, damit sie in meine Falle tappen. Aber ich bin doch unsichtbar im Gras. Oh, ah, hallo. Das, okay. Wow. Hey, das ist unsere Chance. Hat sich der gerade weggeduckt. Verdammt cool. Meine Güte, er hat schon wieder gemacht. Jetzt finde ich es nicht mehr gut. Jetzt hole ich die Schrotflinte. Jetzt hole ich den Flammenwerfer. So, das hat sie jetzt davon. Ich mach dich. So ein Flammenwerfer ist einfach effektiv, ne? Und widerlich. Sie haben eine Flinte! Links von uns! Sie haben eine Flinte links von uns. Und was ist der Unterschied von einer zwischen einer Flinte links von uns und einer Flinte rechts von uns? Sie nach rechts! Verschiedene Hersteller wahrscheinlich. Hab sie! Gut gemacht.